Eine unangemessene Bemerkung selbstbewusst und mit Witz parieren. Das ist die hohe Kunst der Schlagfertigkeit. Meist fällt uns aber eine passende Antwort erst Stunden später ein und wir ärgern uns über unser unsouveränes Auftreten. Das muss nicht sein, weiß Business-Expertin Caroline Lüdemann heute im Xing Talk. Willkommen. Dankeschön. Frau Lüdemann, was macht denn Schlagfertigkeit für Sie aus? Also wenn wir zunächst mal diese Begrifflichkeit Schlagfertigkeit betrachten, dann müsste man sagen, das ist eigentlich ein sehr harter Begriff, weil es kommt ursprünglich aus dem Militär und bezeichnet dann die Einsatzbereitschaft einer Truppe, also durchaus in Richtung kriegerische Auseinandersetzung. Und ganz so betrachte ich das nicht. Also für mich bedeutet schlagfertig zu sein, eine Art Notschalter zu drücken, um das Gespräch wieder auf eine angemessene Ebene zurückzubringen. Bedeutet dann aber auch, für mich ist Schlagfertigkeit in allererster Linie eine Reaktion, die ich an den Tag legen müsste, wenn der andere übers Ziel hinausgeschossen ist und eben nicht eine Aktion, womit ich jetzt andere dann angehen würde. Das ist, glaube ich, auch immer noch mal eine elementare Unterscheidung. Warum ist diese Eigenschaft vor allem im Jobkontext so wichtig? Ich glaube, dass es generell sehr wichtig ist, weil also ich höre oftmals von Teilnehmern in Seminaren, dass es ihnen auch wahnsinnig lang nachhängt, wenn mal jemand eine Bemerkung gemacht hat und sie waren eben nicht in der Lage, da in Windeseile darauf zu reagieren. Und warum fällt uns das so wahnsinnig schwer? Naja, wir sind erstmal wie vom Donner gerührt. Wir sind auch ein bisschen erschrocken. Wir haben das nicht kommen sehen. Wir haben damit nicht gerechnet. Und jetzt ist es so, früher haben wir einen Schreck gehabt, wenn der Säbelzahntiger vor uns stand und dann hat er auch etwas ganz Sinnvolles eingesetzt. Das bewusste Denken wurde tatsächlich zurückgefahren, damit wir nur schnell davonrennen konnten, weil wer zu lange jetzt drüber nachdachte, in welche Richtung er rennen sollte, für den hatte es sich womöglich schon längst erübrigt. Und das ist uns tatsächlich heute erhalten geblieben, nur dass wir uns gerade das Gegenteil wünschen. Wir wollen eben zu sehr kreativen Einfällen dann kommen und stellen oftmals fest, klappt nicht so. Und genau das hängt den Leuten wahnsinnig lange nach. Die erzählen manchmal von Beispielen, die sich wirklich vor Jahren zugetragen haben und dass sie sich wahnsinnig unsouverän gefühlt haben, weil sie nicht in der Lage waren, darauf zu reagieren. Das kratzt ja auch oftmals an unserem Selbstwertgefühl, was da so gesagt wird. Und da möchte man eben ganz gerne einen Riegel vorschieben. Ich glaube, dass es elementar wichtig ist, diesen Riegel vorzuschieben und das vielleicht dann wirklich insbesondere im beruflichen Umfeld. Denn wenn man das nicht tut oder wenn man das nicht kann, dann muss man damit rechnen, dass es einen öfter ereilt. Der Gegenüber, der sucht sich bevorzugt ein berechenbares und leichtes Opfer. Und wenn ich so eins sein sollte, naja, dann wird es auch noch ein zweites oder ein drittes Mal geben. Das ist ein gutes Stichwort, weil ich finde, Schlagfertigkeit, das verbinde ich eher mit sehr lauten Typen, sehr selbstbewussten Typen. Nun bin ich das vielleicht aber nicht. Kann ich das lernen? Ja, also Schlagfertigkeit kann man lernen. Ich müsste allerdings jetzt eine Unterscheidung treffen. Und zwar, wir sprechen zum einen von etwas, das nennen wir die individuelle Schlagfertigkeit. Das würde dann bedeuten, jemand sagt was zu mir und ich bin in der Lage, in Windeseile eine Antwort zu basteln, die exakt auf diese Bemerkung zugeschnitten ist. Meist hängt da aber unsere Messlatte relativ hoch. Wir wollen dann, dass sie noch humorvoll ist, also witzig. Wir wollen, dass sie intelligent, geistreich ist. Wir müssen sie auch schnell parat haben und sie soll auch so gestrickt sein, dass der andere dann eben auch verstummt. Und sind wir ganz ehrlich, das ist ein hoher Anforderungskatalog. Das klappt nicht immer so. Und deswegen gibt es eben auch etwas, das klingt jetzt nicht ganz so verlockend, aber das ist eine sehr gute Sache. Das sind die Standardantworten in der Schlagfertigkeit. Das sind nämlich dann Antworten, die immer passen. Also die überlege ich mir vor, die lege ich mir vorher zurecht. Und egal, was der andere zu mir sagt, die kann ich in meiner Not eben dann heraushauen, sage ich jetzt mal, um das Gespräch wieder auf eine angemessene Ebene zurückzubringen. Wenn ich noch ein Beispiel nennen darf für diese individuelle Schlagfertigkeit, also Sir Winston Churchill und Lady Astor, die waren sich wohl oft nicht ganz grün. Und eines Tages hat sie dann zu ihm gesagt, wenn ich ihre Frau wäre, würde ich ihn Gift in den Tee schütten. Und daraufhin hat er dann wohl zu ihr gesagt, wenn ich ihr Mann wäre, würde ich ihn trinken. Und ich glaube, diese Antwort ist unübertroffen. Genau so was wünschen wir uns immer. Ja. Und dann muss ich immer sagen, ja, stopp mal. Das ist so eine Antwort, die ist Glückssache. Entweder Sie haben sie parat oder nicht. Aber wenn Sie sie nicht parat haben, heißt das nicht, dass Sie unfreiwillig stumm zurückbleiben müssen. Mhm. Weil dann gibt es immer noch diese Standardantworten. Was wäre eine Standardantwort? Ich glaube, wir brauchen dann erstmal ein Beispiel, wo wir uns überlegen, was hat jetzt jemand gesagt? Ich würde jetzt mal so ein paar Klassiker bemühen. Sagt vielleicht der Kollege zur Kollegin, das ist aber ein kurzer Rock. Oder was hatte ich neulich im Seminar? Eine Mitarbeiterin aus dem Controlling, die hat berichtet, plötzlich sagt einer in einer Besprechungsrunde zu ihr, ja, jetzt ist aber mal gut, wir haben jetzt alle verstanden, dass Sie hier unser Controlling-Pitbull sind.
Und daraufhin saß sie erstmal da ganz erstarrt und hatte noch das Gefühl, dass alle Blicke auf ihr ruhten. Und dann wieder die große Preisfrage, was sage ich? Wenn ich die individuelle Antwort nicht parat habe, rette ich mich mit den Standardantworten. Also um mal ein paar Beispiele zu nennen. Man könnte zu dem Gegenüber sagen, das ist ihre Meinung. Danach ist das Thema auch vorbei, ist wieder eine Feststellung. Man könnte aber auch zu dem sagen, stimmt, weil Zustimmung beendet das Thema genauso. Es gibt dann keinen Konflikt mehr und ich durchbreche damit auch eine Erwartungshaltung. Für gewöhnlich rechnet der andere jetzt vielleicht mit Streit, eben mit einem Konflikt, auch mit Rechtfertigung. Das Allerschlimmste, was wir tun können, man soll sich niemals rechtfertigen dann und erklären. Und wenn ich stimmt sage, ist es für mich, wie als hätte ich einen Luftballon, piekse hinein und das Thema ist damit erledigt. Mhm. Es sind aber auch so Klassiker wie, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Sowas kann man natürlich auch ganz wunderbar sagen. Bevor wir weiter vielleicht auf diese Art der Schlagfertigkeit, also die Reaktion, weiter eingehen, würde ich noch gerne etwas ein harmloseres einstreuen. Mir passiert ein Missgeschick, meinetwegen. Ich verschütte Kaffee über den ganzen Konferenztisch. Wie reagiere ich da? Mit Sicherheit braucht man da auch ganz gerne eine Schlagfertigkeit, nämlich dahingehend, dass man sagt, wie souverän gehe ich mit der Situation um? Und so wie ich das in den Wald hineinrufe, so halt das dann eben auch wieder heraus. Also wenn ich jetzt da sitze und sage, um Gottes Willen, ist mir das unangenehm, ach Gott, wie peinlich, dann reagieren die anderen auch entsprechend. Gehe ich da aber souverän mit um und forsche an die Sache heran und bin in der Lage, dann wohl eher eine humorvolle Bemerkung zu machen, dann reagiert der andere entsprechend darauf. Also ich habe da mal ein Beispiel tatsächlich erlebt bei der Moderation einer großen Veranstaltung, stand vorne der Moderator und das war kein professioneller Moderator, der kam aus dem Unternehmen. Und die hatten dann Probleme mit der Technik. Also komischerweise aus den Lautsprechern kam immer so ein Geräusch, so bum, 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 bum. Und das war recht unangenehm. Jetzt kann der vorne auf der Bühne stehen und sagen, ach, ist mir das unangenehm, dass wir jetzt technische Probleme haben. Der stand vorne und hat gesagt, Sie fragen sich bestimmt gerade alle, ob das mein Herzschlag ist, den Sie da gerade hören. Und dann sagt er, nein, ich kann Ihnen sagen, ist er nicht, weil in Wirklichkeit ist er noch viel schneller. Ja, und daraufhin haben dann alle gelacht und die Situation war auch dann ein Stück weit gerettet. Mhm. Nun kommen wir nochmal zu den unangemessenen Bemerkungen von Kollegen oder auch im schlimmsten Fall von Vorgesetzten. Ist da auch immer Selbstironie das Mittel der ersten Wahl oder darf ich auch etwas schärfer im Ton werden? Ich würde jetzt gar nicht unbedingt Selbstironie bevorzugen, weil ich glaube, wenn wir Richtung Selbstironie gehen, laufen wir schon Gefahr, da auch in Richtung Rechtfertigung oder Erklärung zu gehen. Und diese Frage, darf ich schärfer werden, glaube ich, kann ich gar nicht beurteilen. Ich würde sagen, das muss jeder für sich entscheiden, ob er schärfer werden möchte. Ich denke durchaus, dass es Situationen gibt, wenn man jetzt das schon das 10. Mal gehört hat und sagt, naja, jetzt würde ich da aber doch ein bisschen eindeutiger drauf reagieren. Und was empfiehlt sich da immer? Na, ich behalte viel von der Rückfrage. Wie darf ich das verstehen? Was wollen Sie mir damit sagen? Das würde ich ganz gern genauer wissen, um den anderen in diese unangenehme Situation zu bringen, sich zu erklären oder auch zu rechtfertigen. Es ist aber auch so, dass hin und wieder der Wunsch in Seminaren geäußert wird, ich möchte was sagen, was den anderen möglichst schnell verbal mundtot macht. Und dann ist das vielleicht auch diese Schärfe, die sich manche darunter vorstellen. Und ich sehe darin keinen so großen Sinn, weil man sagt eben auch, getroffene Hunde, die bellen. Und auf diese Art und Weise zeigt man aus meiner Sicht auch, dass die Bemerkung ins Schwarze getroffen hat, wenn ich jetzt überreagiere. Und deswegen wäre ich immer ein Fan davon, doch den Ball relativ flach zu halten und allenfalls eben zu dieser Rückfrage dann zu greifen. Wie darf ich das verstehen? Wie verhindere ich, dass ich beleidigend wirke? Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Häufig nimmt man an, am schwierigsten haben es diejenigen, die so unfreiwillig stumm bleiben. Ich glaube, es haben diejenigen am schwierigsten, die dazu neigen, ruckzuck eine persönliche Antwort dann zu geben, die den anderen dann auch trifft und übers Ziel hinausschießt, weil die sagen dann oftmals, ich sag das schon und ich konnte gar nicht darüber nachdenken. Und hin und wieder führt es dann dazu, dass die auch wieder zurückrudern müssen. Ja, dass das dann diejenigen sind, die sich nachher entschuldigen müssen. Und dann sitze ich wieder hier und sage, naja, vielleicht wollen Sie es lieber dann auch mal probieren mit der Standardantwort. Sie sind zwar an für sich in der Lage, schnell eine Antwort zu geben, aber die schießt manches Mal übers Ziel hinaus. Ja, und dadurch, naja, wird ein Verhältnis eben auch dann schlechter, gerade im beruflichen Kontext mitunter durchaus ein Problem. Was mache ich denn nun, wenn die Bemerkung meines Gegenübers diskriminierend oder beleidigend ist?
Also diskriminierend wäre sie ja dann in allererster Linie, wenn etwas zur Sprache kommen würde, was uns zum Vorwurf gemacht hat, weil wir Bestandteil sind einer Gruppe, also aufgrund unserer Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Ich glaube, der Klassiker war dann in dem Fall, dass wir sowas zu hören bekämen wie typisch Frau. Mhm. Und was es ja tatsächlich in Unternehmen auch noch gibt, ist, dass jemand sagt, wieso Frauen fördern, ihr gehört doch hinter den Herd. Das höre ich dann gar nicht so selten, was dann in Seminaren berichtet wird. Oder auch so eine Sache wie, du bist doch nur befördert worden, weil du eine Frau bist. Und dann wird natürlich immer gefragt, was sage ich denn da? Und da bin ich in der Meinung, man müsste den anderen zur Rede stellen. Da würde ich auch nicht mehr sagen, stimmt, ja, und das da mit Humor ertragen, sondern da würde ich sagen, das will ich jetzt genauer wissen, was willst du mir damit sagen? Weil das sind Bemerkungen, wo der andere wissen muss, ich begebe mich gerade auf dünnes Eis. Mhm. Und das würde ich dem auch sagen. Da würde ich sagen, ich würde ganz gerne wissen, was Sie damit meinen, weil ich nehme an, dass Sie schon wissen, dass Sie langsam dünnes Eis betreten. Und dann hat der andere nochmal die Gelegenheit nachzusteuern. Ich muss ganz offen sagen, es ist auch nicht jede unpassende Bemerkung böse gemeint. Manch einer will auch witzig sein und das hat leider nicht so ganz geklappt. Dann kann man dem vielleicht auch nochmal die Gelegenheit geben, die Dinge richtig zu stellen. Nun habe ich mir vielleicht eine Standardantwort überlegt und trotzdem habe ich da diesen Kloß im Hals und der will sich nicht lösen. Was mache ich denn, wenn ich wirklich gar kein Wort herausbekomme? Ist das sehr schlimm? Ob das sehr schlimm ist, entscheidet meiner Meinung nach die Person, die jetzt nicht in der Lage ist, eine Antwort zu geben. Ja. Und ich würde behaupten, die meisten, die empfinden das doch zumindest mal als sehr unbefriedigend und auch als sehr unsouverän. Und dann ist ja immer das besonders Gemeine, 5 Minuten später ist man ja höchst einfallsreich. Also da hat man ja quasi 10 Antworten parat, die man dem anderen um die Ohren hauen könnte. Aber der Zug ist für gewöhnlich schon abgefahren und man kann da jetzt nicht mehr hinterherreisen und sagen, ich würde ganz gerne nochmal. Und dann gibt es wohl 2 Methoden, die verhältnismäßig einfach sind. Die erste klingt überraschend, also vielleicht könnten wir uns dann mit denen behelfen. Einmal die Bemerkung zu ignorieren, das ist nicht unfreiwillig stumm bleiben. Das ist, ich habe mich bewusst dafür entschieden, nichts zu sagen, zu ignorieren. Ich darf dann aber auch dem Gegenüber 0,0 Aufmerksamkeit schenken. Also ich darf nicht mal hochgucken. Der muss das Gefühl gewinnen, die Bemerkung ist nicht gehört worden, ist nicht angekommen und das ist für ihn dann unbefriedigend. Und die zweite Variante ist, wir neigen immer dazu, so eine Bemerkung direkt anzunehmen. Wir stützen uns regelrecht darauf. Und es gäbe aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich entscheide selbst, worüber ich sprechen möchte. Und nur weil der jetzt mit einer unpassenden persönlichen Bemerkung ums Eck kommt, muss ich sie nicht nehmen. Und dann könnten wir so etwas starten wie ein Ablenkungsmanöver. Und dann guckt man den an und sagt recht freundlich, apropos, da fällt mir gerade ein, wir hatten uns doch neulich unterhalten über das Thema XY, spricht aber tatsächlich über ein ganz anderes Thema, über ein Thema seiner Wahl. Das Interessante ist, über diese Einleitung, apropos, oder da fällt mir gerade ein, stiftet man auf der anderen Seite ein bisschen Verwirrung, beziehungsweise erweckt den Eindruck, man würde etwas dazu sagen, tut man aber nicht. Man spricht über ein Thema seiner Wahl, muss dann allerdings, das ist vielleicht dann doch eine Hürde, mindestens 30 Sekunden sprechen, sonst ist das sein Thema noch nicht alt genug und dann laufen wir Gefahr, dass er darauf zurückkommt. Vielen, vielen Dank für diese hilfreichen Tipps, Frau Lüdemann. Und nun sind wir gespannt, wie schlagfertig sind Sie? Kommentieren Sie gern und schalten Sie auch beim nächsten Xing Talk wieder ein. Bis dahin.